Wir sind die größte Universität am Standort in der Steiermark. Wir haben über 30.000 Studierende und die Studierendenzahlen sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Also wir hatten 2004 20.000 Studierende, heute 30.000 und das bei nahezu gleichbleibenden Budgets. Und von daher kann man sich schon vorstellen, dass wir an der Grenze der Belastbarkeit angekommen sind. Man sagt, diese ersten 500 Universitäten, die hier im Ranking überhaupt vorkommen, das sind die Top 3% der Universitäten weltweit. Und solange wir da einen Platz haben, würde ich das auch bei unseren Rahmenbedingungen eigentlich als sehr hohe Leistung einschätzen. Ja, ich denke, es geht in nächster Zeit sicherlich darum, auch stärker den Fokus auf unsere Schwerpunkte zu richten. Es geht darum, dass die Universitäten mehr Profil zeigen in der Forschung, in der Lehre, sich auch stärker abgrenzen und abstimmen. Wir werden vor allen Dingen hier am Standort haben wir schon damit begonnen, uns sehr stark abzustimmen. Ich meine jetzt alle Hochschulen am Standort, also die 5 Universitäten, die 4 Hochschulen, die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen und hier auch gemeinsam unsere Stärke zu entwickeln. Also es geht darum, dass wir möglichst hier wenig Bürokratie aufbauen, ganz, sage ich mal, unkompliziert miteinander interagieren, unseren Studierenden die Angebote öffnen, Bibliotheksangebote, Lehrangebote und Forschungszusammenarbeit, auch wenn es darum geht, Infrastruktur für die Forschung, die ja auch viel Geld kostet, zu bekommen. Hier ist es auch wichtig, dass man sich zusammentut und gewisse, sage ich mal, Geräte auch gemeinsam nutzt. Auch das gibt es ja auch schon. Und in diese Richtung müssen wir weitergehen und weiterdenken. Also, und ich denke, da sind wir in der Steiermark sehr gut unterwegs und haben schon einige Best-Practice-Modelle, zum Beispiel mit Navi Graz, der Zusammenarbeit im naturwissenschaftlichen Bereich gezeigt. Und darauf bauen wir auf und arbeiten bereits intensiv an neuen Kooperationen, zum Beispiel im Bereich der Biotechnologie und dem Projekt Biotechmed.